Wie kann eine ungeplante Bauchgeburt, ein ungeplanter Kaiserschnitt zu einer Traumgeburt werden? Genau darum geht es in diesem Video. Ich bin Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In diesem heutigen Interview geht es um die Bauchgeburt. Wie ist es eigentlich, wenn ich eine natürliche Geburt geplant habe und mir so gewünscht habe und plötzlich kommt doch alles anders? Und wie kann ich, wenn es doch alles anders kommt, da positiv durchgehen und vielleicht sogar am Ende sagen, es war gut so, wie es gelaufen ist und es war meine Form der Traumgeburt. Wenn du das gerne erfahren möchtest und vielleicht auch für dich etwas mitnehmen und lernen möchtest, falls du gerade selber schwanger bist, wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview mit Katharina. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute über deine beiden Geburten sprechen möchtest, über deine beiden besonderen Geburten, deine beiden Bauchgeburten. Und vielleicht magst du uns einmal dich vorstellen, wer du bist und wie du vielleicht auch zur friedlichen Geburt gekommen bist überhaupt. Ja, sehr gerne. Ich bin Katharina, ich bin 37 und ich habe einen Sohn, der jetzt im März 3 Jahre alt wird, und ich habe einen zweiten Sohn, der wird jetzt bald 5 Monate schon. Die Zeit vergeht sehr schnell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich heute Morgen nochmal überlegt habe, wie ich denn überhaupt auf die friedliche Geburt gekommen bin. Weil meine erste Geburt war in Schweden. Und da war es für mich allgemein ein bisschen schwieriger, weil ich die schwedische Sprache nicht spreche. Natürlich können die alle Englisch reden. Es war zur Corona-Zeit und ich hatte immer gesucht nach einer Möglichkeit, wie ich mich auf die Geburt in meiner Muttersprache vorbereiten kann. Und ich glaube, dass ich dich bei Laura Marlina Seiler gehört habe. Kann das sein? Ja, sie hat mal eine Podcast-Folge, wo sie mich kurz erwähnt hat. Ich glaube, dass es da war. Und ich dann mich mit diesem ganzen Thema friedliche Geburt auseinandergesetzt habe, weil ich sowieso schon ein großer Fan von Meditieren war. Ich hatte davor noch nie was von dieser Methode gehört und war so angetan von dem Podcast, dass ich war richtig früh in meiner Schwangerschaft, ich glaube 11. oder 12. Woche, und da habe ich den Kurs schon gebucht. Ach Wahnsinn, so früh, das ist natürlich total toll, dann konntest du richtig lange genießen sozusagen, auch die Vorbereitung. Ja. Also wobei ich heute sagen muss, ich glaube, ich habe zu früh mit den Meditationen damals angefangen für mich, weil die Zeit dann doch sehr, sehr lang wurde und ich zwischendurch eine Pause brauchte. Aber es war so toll, dass man dein Team halt auch anschreiben konnte und fragen konnte, ist es normal, dass ich mich jetzt so fühle? Und ich habe dann einfach eine Auszeit von den Meditationen genommen und habe mir deinen Podcast wieder angehört, dass ich einfach was für meinen Kopf getan habe. Und danach bin ich eigentlich auch richtig gut wieder in die Meditationen reingekommen oder in die Hypnosen sozusagen. Ja. Und es ist auch tatsächlich so, ne? Vielleicht kennst du das, ich kenne das ja von, wenn ich Sachen auswendig lerne, dass es total was bringt, einmal zu lernen und dann eine Pause zu haben und dann nochmal zu lernen. Das ist dann, also erstmal lernt man es natürlich schneller und es bleibt dann auch nachhaltiger sozusagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar richtig gut war, dass du es so gemacht hast. Ja, es war für mich auch grundsätzlich richtig spannend, das Ganze zu erleben, weil ich bin jemand, der in Meditation und Hypnosen sehr tief reingeht. Und mich hat das am Anfang immer so gestört, dass ich meine Geburt nicht gesehen habe, so wie ich sie gerne gehabt hätte. Also in dieser Hypnose, wo man quasi ins Kino geht und seine eigene Geburt sieht, hatte ich immer eine Vorstellung von dem, wie meine Geburt ausgehen soll. Und es ist nie passiert. Die hat immer irgendwo aufgehört. Heute weiß ich warum, weil wahrscheinlich da einfach unterbewusst schon lange feststand, dass ich nicht in einer natürlichen Geburt enden werde. Aber das versteht man natürlich immer erst rückblickend, auch wenn das mit für mich eine der schönsten Aha-Effekte rückblickend war, dass mein Körper mich eigentlich schon die ganze Zeit darauf vorbereiten wollte, dass es nicht passieren wird.
Ja, das ist ja wirklich faszinierend, ne? Wir sind ja im hypnotischen Zustand verbunden mit dem Unbewussten und der Körper ist eben Teil des Unbewussten. Und wenn der weiß, da gibt es, ich weiß jetzt gar nicht genau, was bei dir der Punkt war, aber ein Missverhältnis oder wie auch immer, ne, dass er schon weiß, diese Art von Geburt schaffen wir nicht, dass er dann Bilder entstehen lässt dazu, ne? Das ist ja wirklich sehr faszinierend, ja. Ja, fand ich auch total. Nicht in jedem Fall, ne? Aber ja, bei dir auf jeden Fall, ja. Ja, und ich hatte, also ich bin in der 42. Woche erst Mama geworden. In Schweden wartet man ein bisschen länger. In Schweden, muss ich ganz ehrlich sagen, war alles entspannter. Also ich bin so dankbar, dass ich meine erste Schwangerschaft in Schweden erleben durfte, weil ich dann auch meine Schwangerschaft hier in Deutschland anders verbracht habe, auch was so Frauenarzt- und Hebammenbesuche angeht. Aber ich habe, wenn man quasi über den Termin ist, dann geht man nicht jeden zweiten Tag zum Frauenarzt, sondern man geht einmal in der Woche zur Hebamme, und die dürfen auch Ultraschalls und all sowas machen. Natürlich kommen dann auch Krankenhausbesuche dazu und ich hatte dann auch diese Eiperlung oder wie auch immer man das nennt. Ich habe den Namen extra vergessen, weil ich das so schmerzhaft fand. Es hat dann aber in der 42. Schwangerschaftswoche auch dazu geführt, dass die Wehen sozusagen oder die Wellen losgegangen sind. Und ich hatte mir spannenderweise genau einen Tag vorher die Podcast-Folge angehört mit dem, es ist gut, einen Plan A, B und C zu haben. So erklärst du es auf jeden Fall. Und da dachte ich mir schon, ich will eigentlich keinen Plan C haben. Also Plan C war für mich immer die Bauchgeburt und ich habe mal gesagt, ich will das eigentlich nicht. Ich möchte natürlich gebären. Das war für mich so, das muss passieren. Und die ganze Geburt verlief dann schon anders, als ich mir vorgenommen hatte. Es war tatsächlich so, dass ich mir ein Krankenhaus ausgesucht habe, was sich auch auf Hypnobirthing eingelassen hat. Wir hatten ein Uniklinikum, das war aber 5 Minuten zu Fuß von uns entfernt und da wollte ich aber auf gar keinen Fall hin. Ich hatte dann alle Vorbereitungen auch in dem Krankenhaus mit, die quasi friedliche Geburt oder Hypnobirthing oder sowas unterstützen, angerufen und die haben gesagt, wir sind voll in dem Moment, als es dann losging. Und da ist für mich schon die erste Welt so krass zusammengebrochen. Da dachte ich mir so, okay, naja, dann müssen wir jetzt schon mal zur ersten Planänderung. Und ich wollte dann aber unbedingt ins Krankenhaus laufen. Und mein Mann hat die ganze Zeit gesagt, Katharina, warum willst du denn jetzt dahin laufen? Und ich so, das sind 5 Minuten, ich brauche das jetzt. Wir haben nachher, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, weil ich in der Zeit 6 Wellen hatte. Und es war aber ziemlich kalt draußen. Ich meine, es war März in Schweden, das ist nochmal aber diese frische Luft tat mir richtig, richtig gut. Und es war ja auch die Pandemiezeit, das heißt, wir sind da angekommen und auch in Schweden musste mein Mann erst einen Test machen. Ich musste einen Test machen, dass der überhaupt mit rein darf. Und dann waren wir in diesem Uniklinikum. Ich habe mir das eigentlich total schlimm vorgestellt, in dem Uniklinikum ein Kind zu kriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es einfach wunderbar war, weil ich war eine der einzigen Frauen da. Ich konnte die Badewanne nutzen. Ich hatte gefühlt 4 oder 5 Hebammen die ganze Zeit um mich herum. Und in Schweden ist ja alles digitalisiert. Das heißt, meine normalen Hebamme, die mich betreut hat, man geht in so eine Praxis und wird betreut, die kommen nicht zu einem nach Hause, die hatte schon da eingegeben über meine Daten, dass ich halt so einen Geburtsplan und einen Wunschplan und all sowas habe. Und dann haben die mich im Krankenhaus, ohne dass ich was gesagt habe, gefragt, ob ich denen das da geben könnte, den Zettel, den ich mit habe. Und ich dachte mir so, okay, woher wisst ihr das? Und mein Mann hat mich dann danach nochmal aufgeklärt. Dann haben die sich das alles durchgelesen. Und ich habe dann in der Badewanne quasi die Hypnose hingemacht. Ich hatte extra die AirPods geschenkt bekommen. Ich wollte die aber gar nicht haben. Und in der Badewanne, es lief alles so gut. Wir sind richtig entspannt zu den 5 Zentimetern gekommen. Und die Hebamme, die immer wieder reinkam, die war so toll, weil sie andauernd gesagt hat, ich verstehe überhaupt nichts, was die Stimme sagt, aber es macht mich selbst so ganz zen. Das war dann deine Stimme demzufolge. Und es war wirklich, wirklich, die erste Zeit war so wunderbar. Und dann kam es aber, ich glaube, es waren so um die 12 Stunden, die ich schon in den Wellen war. Und wir waren immer noch bei 5 Zentimetern. Es ist einfach nicht weitergegangen und ich konnte auch nicht mehr. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, gut, ich kann nicht mehr.
zu dem Zeitpunkt sind dann auch schon einiges an Tränen geflossen, weil ich wusste, dass ich es nicht mehr ohne Unterstützung schaffe. Und dann habe ich mich als erstes für die PDA entschieden. Und das war schon eigentlich so ein innerlicher Kampf mit mir. Und die haben das so wunderbar gemacht. Die haben zu mir gesagt, wir wissen, dass du das eigentlich nicht möchtest. Aber wir wollen doch weiter versuchen, im natürlichen Geburtsprozess zu bleiben. Und du brauchst einfach Kraft. Es wäre ganz gut, wenn du einfach mal ein bisschen schläfst, wenn du ein bisschen zur Ruhe kommst, damit wir noch weitermachen können. Weil wir sind erst bei 5 Zentimetern und du hast eigentlich noch 5 Zentimeter. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, ich mache das jetzt. Und dann haben sie mir aber auch einen Wehentropf gegeben, um das Ganze natürlich trotzdem hochzuhalten. Und damit ist das Baby gar nicht klargekommen. Also so wirklich gar nicht. Das Herz ist komplett abgesackt. Und es waren aber sofort immer Leute da. Also das fand ich richtig, richtig schön. Ich habe mich wunderbar betreut gefühlt, überwiegend von Hebammen. Es war ab und zu auch meine Ärztin da, um zu gucken. Aber es ist viel weniger Ärzte fixiert in Schweden und mehr Hebammenbasis, weil die einfach auch eine andere Ausbildung haben. Und dann haben sie gesagt, sie geben mir aber noch eine Chance, ich muss mich jetzt aber hinlegen und sie machen den Wehentropf quasi langsamer. Und das Langsame ging gut bis zu einem gewissen Punkt. Und dann haben die das aber ganz klug gemacht. Die hatten mich von Anfang an von dem Monitor weggedreht, damit ich gar nicht sehe, was mit dem Herz vom Kind passiert. Aber die waren ziemlich schnell wieder da. Und da habe ich dann schon, also da habe ich dann tatsächlich wieder geweint. Und ich habe aber zu meinem Mann gesagt, ich glaube, die werden mir jetzt eh gleich sagen, dass das Kind nicht anders rauskommen kann. Und ich kann auch nicht mehr. Also ich hatte so ein bisschen für mich kapituliert. Und ich habe aber immer wieder an diese Podcast-Folge gedacht, die ich vorher von dir gehört hatte und habe gedacht, vielleicht ist das der Weg, wie ich meine schöne Geburt hinkriegen soll. Und hatte dann, ich bin dann in den Hypnosen auch geswitcht, also ich hatte dich zwischendurch weg und ich war aber auch nie in dieser richtig tiefen Hypnose. Ich war schon viel da, weil ja auch einfach viel rundherum passiert ist, dass ich nicht ganz abschalten konnte. Aber auf den, also ich, es war dann auch kein Kaiserschnitt oder Notbauchgeburt, sondern die haben gesagt, du hast jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, dann holen wir dich ab, dann fahren wir dich gemütlich hin. Also es war alles ganz, ganz angenehm. Und dann haben sie, Ben heißt mein erster Sohn, das ging dann auch wahnsinnig schnell, nachdem sie einen quasi da aufgebahrt haben, wenn man das so sagen darf. Und als er dann raus war, war das für mich auch eigentlich irgendwie vergessen, dass es nicht so eine Geburt geworden ist, wie ich eigentlich mir vorgestellt hatte. Ich durfte ganz viel mit ihm kuscheln, ich durfte alles für mich entscheiden. Es war nicht so, bam, 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 wir müssen jetzt raus mit dir. Dann durfte mein Mann halt auch noch mit in den Kreißsaal wieder zurück. Und Ben durfte bei ihm bleiben, ich durfte erstmal aufwachen. Und das war ein ganz großer Unterschied zwischen Deutschland und Schweden jetzt für mich. Die haben mir als Mama mal kurz Zeit gegeben, mich zu erholen von allem. Natürlich kann man jetzt als Mama sagen, vielleicht will ich das, vielleicht will ich das nicht. Ich in dem Moment fand das unfassbar wichtig für mich. Und ich weiß noch, dass ich danach mir irgendeinen Podcast von dir rausgesucht habe und mir nur dachte, ich brauche jetzt deine Stimme. Ich brauche deine Stimme, um runterzukommen. Und ich habe mich da in dieses in den Aufwachraum aufgehalten und aus dem Fenster geguckt und es hat leicht genieselt und dann bin ich eingeschlafen. Und ich glaube, ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen und danach haben die mich gefragt, wie es mir geht, ob ich zu meinem Kind will. Und das tat mir so gut, dass ich einfach nochmal kurz für mich sein konnte, für mich dieses Verständnis haben konnte, das Baby ist jetzt da, es ist alles in Ordnung, uns geht's beiden gut und ich bin nicht gescheitert, sondern es war einfach irgendwie Plan C. Und es war dann ganz schön, weil mein Mann auch irgendwie die erste Zeit einfach mal mit dem Baby alleine sein durfte, weil der musste dann nach einer Stunde gehen und durfte auch 2 Tage lang nicht wiederkommen. Also zur Pandemiezeit durfte er nicht wieder ins Krankenhaus. Auch wenn in Deutschland immer kommuniziert wurde, dass da keine Maßnahmen sind. Es gab doch auch Maßnahmen. Und anfangs war das für mich, also ich meine, mit dem Baby zum ersten Mal 2 Tage alleine, Kaiserschnitt wurde und ich habe mir einfach nur gedacht, so, ja gut, wie machen wir das jetzt hier irgendwie? Und der Nachteil, der sich für mich aber zu einem Vorteil entwickelt hat, ist, dass man ja relativ unmobil ist am Anfang mit so einer Schnittwunde da unten. Und ich habe einfach wirklich viel Zeit damit verbracht, für mich zu verarbeiten, dass es
eine wunderschöne Geburt war. Dass komplett die ganze Geburt über auf meine Bedürfnisse eingegangen wurde, dass mich keiner zu irgendwas genötigt hat, dass ich mich immer richtig gut aufgehoben gefühlt habe im ganzen Prozess. Mhm. Und dass schlussendlich es nicht so war, dass man gesagt hat, wir machen jetzt diesen Kaiserschnitt oder die Bauchgeburt, sondern man hat gewartet, bis ich selber in diesen Moment reingekommen bin und gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das jetzt aufhören und das, den Ben halt anders rausholen. Und dadurch war es für mich eigentlich ein wunderschönes Geburtserlebnis. Mhm. Und das tat so gut, dass ich aber vorher deinen Podcast gehört habe und irgendwie doch offen war für eine andere Lösung. Ja, das freut mich total. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig halt eine gute Betreuung ist und eben auch die 1:1-Betreuung, die immer so ja in den Hintergrund rückt und in Deutschland ja wirklich im Moment gar nicht, also selten stattfindet, was ein großes Drama ist, finde ich wirklich. Also wir sollten da wirklich auf die Straße gehen, wir Frauen alle. Ja. Alle gesammelt oder auch die Männer gerne, also alle zusammen am besten. Weil das einen so großen Teil hat daran, an Geburtstrauma, ob das eben passiert oder nicht und ob man das Gefühl hat, man hat eine positive Geburtserfahrung gemacht oder nicht. Die gute ja. Betreuung, dass wirklich jemand, also dass die Hebammen nicht überlastet sind, sondern Zeit für einen haben und einen eben auch einbeziehen können in alle Entscheidungen. Ja, was ich halt für mich auch schön finde, ist, Digitalisierung ist zwar nicht immer schön, aber jede Hebamme wusste eigentlich alles über mich, was auch so die ganzen Vorprozesse anging, was ich vorher schon mit meiner Hebamme besprochen habe und alles drumherum. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt wäre, wenn ich nicht der Sprache mächtig bin, aber es kam auch gar niemand rein und hat Schwedisch mit mir gesprochen. Also ich habe mich schon automatisch wohlgefühlt dadurch, dass jeder mit mir Englisch gesprochen hat im Endeffekt. Ne? Es war einfach, ich habe mich da rundum wohlgefühlt und es war kein Mangel an Personal da, das muss ich tatsächlich auch sagen. Also es hat man schon gemerkt, dass die einfach viel, viel mehr Zeit haben. Und ich hatte auch hier Glück, dass Die haben zwar das große Uniklinikum, aber das ganze Geburtshaus war ein separates Gebäude. Man hat eigentlich eine ganz andere Atmosphäre um sich rum gehabt, als jetzt in so einer großen Uniklinik, wie man eigentlich normalerweise denken würde. Ne? In Schweden jetzt oder in Deutschland? Ja. Ja. Okay. Ja. Das war so ein angeschlossenes Geburtshaus sozusagen. Genau, ja. Ja, ja. Ja, das ist natürlich so, sowieso, also ich finde, das ist wäre die beste Lösung, ne, überhaupt. Also, dass die Geburtshäuser an die Kliniken sozusagen angeschlossen sind und total autark arbeiten dürfen und können und sollen. Ja. Und man eben alle Sicherheit hat gleichzeitig. Also beides. Und ich glaube, was halt einfach auch einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ist, die Ausbildung der Hebamme ist eine andere. Mhm. Und dadurch dürfen die halt einfach mehr. Ja. Und die haben ja ein anderes Bedürfnis, wie es einer Frau bei einer Geburt geht, als jetzt vielleicht ein Arzt. Also ich möchte da keinem Arzt zu nahe treten, aber ich habe einfach das Gefühl, dass eine Hebamme in dem Moment menschlicher ist, dass da einfach eine andere Passion hinter dieser Geburt steckt. Und dadurch, dass die einen halt einfach viel mehr in diesem ganzen Prozess unterstützen durften, war es total angenehm, weil die mich halt, da ging es nicht darum, schnell zu machen. Und ich glaube, die finanziellen Mittel in Schweden sind auch nochmal ein anderer Faktor, also da ist es nicht sofort, oh, die Frau braucht jetzt viel zu lange, wir machen jetzt schnell eine Bauchgeburt, sondern man hat halt einfach irgendwie auch noch Zeit, ne? Ja. Ja, das klingt total gut und ich total nachvollziehbar, ne? Also das ist da einiges gibt. Auch an dieser Stelle möchte ich mal wieder gerne auf Motherhood e.V. hinweisen. Vielleicht kennst du das. Es ist ein Verein hier in Deutschland. Den verlinke ich hier auch in den Shownotes gerne nochmal, die sich einsetzen für die Frauengesundheit und das Wohl der, eigentlich, es geht um gute Geburten vor allem und dass es den Frauen gut geht, dass es den Hebammen gut geht, also dass man einfach da eine gute Lösung findet für alle und die setzen sich da wirklich ein und organisieren Petitionen und so weiter und Demos und sowas alles und man kann die halt unterstützen. Ich bin auch selber Mitglied und das möchte ich gerne nochmal die Werbetrommel schlagen, je mehr Mitglieder
Motherhood e.V. hat, desto mehr können sie natürlich auch bewirken für die Frauengesundheit. Und finde ich ganz, ganz wichtig, weil die politische Lage einfach im Moment nicht zulässt, dass es sich hier verändert in naher Zukunft. Ne? Nee, also ich würde auch sagen, dass es eher in die falsche Richtung geht. Und ich meine, ich habe dann, also wie gesagt, bin ich sehr froh, dass meine zweite Schwangerschaft erst in Deutschland war, weil, was ich in der ersten Geburt gemerkt habe, ist, ich hätte das Atmen mehr lernen sollen. Also das ist meine größte Empfehlung an alle, die deinen Kurs machen, geht intensiv auf diese Atmung ein. Ich habe das nämlich am Anfang für totalen Quatsch gehalten. Also sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Das habe ich nach der Geburt für mich entschieden, dass wenn ich nochmal ein Baby haben darf, dann würde ich mich mehr auf das Atmen konzentrieren. Und ich jetzt in der zweiten Schwangerschaft muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich bin selbstständig, habe ein zweijähriges Kind. Es war dann für mich richtig schwierig, die Hypnosen immer so zu machen, weil ich auch oft einfach eingeschlafen bin in den Hypnosen. Das war so geil, ist jetzt meine Schlafenszeit, aber dann kriegt man die nicht so mit. Und dann habe ich gesagt, aber was ich lernen kann, ist das Atmen, weil da kann ich wach bleiben und das möchte ich jetzt intensiv üben. Und es war dann tatsächlich auch in dem zweiten Geburtsprozess oder auch schon während der Schwangerschaft war es so, dass ich mich in Deutschland mit der Schwangerschaft nicht so wohl gefühlt habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir viel, viel, viel mehr Angst gemacht wird von den Ärzten, die mich betreut haben, dass man viele unnötige Untersuchungen macht. Also ich hatte in Schweden 2 Ultraschalle und das war in Ordnung. Ich musste da nicht öfter gucken. Und auch die vaginalen Untersuchungen fand ich irgendwie, ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt. Ich habe gedacht, das ist einfach alles nicht richtig. Ich höre auf meinen Körper, ich merke, dass es meinem Kind gut geht und habe mich dann irgendwann für die reine Hebammenbetreuung entschieden. Und das war auch für mich gut so. Nur war ich wieder über den Termin. Also meine Kinder wollen anscheinend alle nicht rauskommen. Und dann musste ich. Ja, ist anscheinend schön. Da ist die Welt nicht so stressig. Und dann war ich direkt aber auch zur Behandlung oder zur Betreuung in dem Krankenhaus, wo ich den Mio, so heißt unser zweiter Sohn, auf die Welt bringen wollte. Und die hatten von Anfang an schon gesagt, ja, sie hatten ja erst Geburt Kaiserschnitt und wollen wir nicht direkt auch einen planen? Und ich gesagt, nee, ich möchte unbedingt versuchen, dass das nochmal auf einem natürlichen Wege klappt. Und die waren dann da auch sehr zuvorkommend und haben gesagt, das können wir machen. Es ist nur irgendwann doch zur Einleitung gekommen und dann haben sie von vornherein gesagt, wenn wir jetzt die Einleitung machen, dann planen wir aber auch einen Termin direkt für einen eventuellen Kaiserschnitt morgen, damit sie einfach im System drinne sind und wir das machen können, ohne dass es eine Notsituation wird. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, machen wir das. Also ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich immer sage, bei der zweiten Geburt habe ich mir wirklich die volle Dröhnung gegeben. Ich habe mich viel, viel, viel auf das Atmen konzentriert und ich habe aber Podcasts gehört, anstatt in Meditation zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn ich über was ganz anderes nachdenke, komme ich eher in die Entspannung, als wenn ich jetzt in die Hypnose gehe. Also es war für mich richtig, richtig spannend. Und ich habe auch einen ganz absurden Podcast gehört, also nichts, wo man normalerweise an der Geburt dran denkt. Aber es hat mir so unfassbar geholfen und dann habe ich diesen wunderbaren Wehencocktail gekriegt. Ich hatte alle möglichen Arten und Weisen durchgefragt, was sie in dem Krankenhaus machen, aber im Endeffekt entscheidet das Krankenhaus, was deren Art ist. Und hatte einfach gehofft, dass die Wellen irgendwann kommen und die kamen auch ziemlich schnell, was für mich irgendwie faszinierend war und diesmal konnte ich es auch hinkriegen, das Atmen richtig zu praktizieren und es mir auch einfach wirklich vorzustellen. Also es war irgendwie dadurch, dass ich nicht in der Hypnose war, sondern dass ich für mich aktiver da war, konnte ich diese Atmung wesentlich besser machen. Und zwischen den Wellen halt habe ich einfach auf den Podcast gehört und mir immer gedacht, ich bin irgendwo, aber nicht während meiner Geburt. Du bist während der Welle bist du zur Geburt gegangen sozusagen und hast dich auf die Atmung konzentriert und dann in den Pausen hast du dich entspannt mit dem Podcast sozusagen. Genau. Okay. Ja, also ich habe
Ja, total, das kann man total so machen, ja, wenn das, wenn Ja. das passt. Ne? Es ist total schön, dass du da auf deine Intuition geachtet hast und es so gemacht hast, wie es sich für dich gut angefühlt hat. Ja, und es ist, also ich bin einfach froh, dass ich die Atmung wirklich gelernt habe, weil die für mich das Allerbeste war. Ich habe dann auch diesmal nicht die Badewanne genommen, sondern ich lag die meiste Zeit oder saß die meiste Zeit in Knien auf dem Krankenhausbett. Ich hatte eine wunderbare Hebamme, das muss ich tatsächlich auch sagen. Es war eine Nachthebamme, die war die ganze Zeit da, die hat alle Bedürfnisse, die hat wirklich, wirklich toll mit mir zusammengearbeitet und man hat nicht gemerkt, dass sie eigentlich alleine auf Station ist und irgendwie noch vier andere Geburten hat. Und ich meine, mein Mann war natürlich auch da, der für mich eine ganz, ganz große Stütze war, selbst wenn er da geschlafen hat. Und dann haben wir es zu 10 Zentimetern geschafft. Ich war so stolz und ich dachte mir so, boah, ich habe es echt geschafft. Das läuft richtig, richtig gut. Das Atmen hat total geholfen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie schwer mein Kind ist. Ich wusste auch nichts über seine Größe. Und in diesen 10 Zentimeter sind wir dann aber auch, ich glaube, fast 3 Stunden drinne gewesen. Und der Kopf ist nicht weiter runtergekommen. Und das war schon das Problem bei der ersten Geburt. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, das geht nicht mehr. Also es geht nicht mehr so richtig. Und interessanterweise kam zu dem Zeitpunkt auch direkt der Chefarzt rein. Und der hat gesagt, dass er auch weiß, dass es ja eigentlich mein Wunsch ist, natürlich zu gebären. Es aber nicht so aussieht, dass der Kopf weiter runterkommt und dass ich ein ziemlich großes Baby habe. Also ich bin nur 1,60 groß und das Baby hat im Endeffekt dann 4 Kilo gewogen. Das war mir ja nicht bewusst, weil ich es nie über Ultraschall mehr groß gesehen habe. Und dann hat er gesagt, er würde ganz gerne einfach mal gucken, was mit dem Kopf innerhalb der Welle passiert und was außerhalb der Welle passiert und ob er da irgendwas an Bewegung feststellt. Und es war einfach nichts da, es ist nichts passiert, das Baby ist nicht weiter runtergesackt. Und dann hat er gesagt, er kann mir jetzt anbieten, dass ich es nochmal eine halbe, eine Stunde oder sonst was probieren kann. Aber er kann mir auch empfehlen, dass wir uns einfach darauf vorbereiten, dass es leider doch nicht so verläuft, wie ich das möchte. Und ich hatte vorher eigentlich schon für mich entschieden, dass ich kräftemäßig einfach durch bin. Ich möchte auch nicht mehr, weil es ist ja auch ein Stress für das Baby. Also es ist ja nicht nur Stress für mich, sondern es ist ja auch irgendwo Stress für ihn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei der zweiten Geburt, als dann ich da auf, als er quasi rausgeholt wurde und er mir auf die Brust gelegt wurde, ist für mich vom Gefühl her ein bisschen unschöner war, weil ich so dachte, Mann, jetzt ist mein Körper halt doch so weit gekommen und irgendwie wollte er dann doch nicht. Also irgendwie geht das nicht. Und ich habe aber mit der Hebamme, die mich halt betreut hat, danach noch ein längeres Gespräch geführt und habe sie gefragt, kann es einfach sein, dass mein Becken das nicht will, also dass es das nicht kann, dass das zu eng ist. Und sie hat mich da ziemlich gut abgeholt und hat gesagt, also sie hat mich eigentlich eher viel aufgebaut und gelobt, dass ich es versucht habe und dass es ja heutzutage extra diese Methoden gibt für Frauen, die es halt nicht bis zu dem Punkt schaffen. Und sie ist halt eigentlich komplett weggegangen von diesem, dass ich vielleicht gescheitert bin, in Anführungszeichen, und mehr hinzu, du hast es eigentlich wunderbar gemacht. Du hast alles Ja. gegeben und dann hat man eine andere Lösung gefunden, ne? Ganz genau. Und jede Welle ist fürs Baby ja auch kostbar. Also das vielleicht auch nochmal, ne, dass die Wellen auch nicht so umsonst sind, weil ich kann mir vorstellen, dass es sonst auch frustrierend sein kann, wenn man so viele Stunden ja auch gearbeitet hat und sich angestrengt hat und da durchgegangen ist, wenn man das nicht weiß. Aber das ist wirklich, wirklich ein wichtiger Prozess. Also die Geburten, die ohne jegliche Wellen ja, passieren. Also Bauchgeburten sind für die Kinder ein großer Stress, ein großer Schock. Und die holen sich wirklich nochmal viel ab, auch an Oxytocin und so weiter, ne, was sie später gut gebrauchen können. Also das ist jede einzelne Welle und jeder Zentimeter ist total toll. Und ja, ich glaube, es ist halt wirklich. Ich mag ja einfach dieses Bild vom Geburtsberg so gerne, ne, der so individuell ist. Und dass manche haben halt hinten so eine Steilwand dann bis zum Ende, wo man einfach nicht hochkommt. Und da kann man halt nichts machen und man kann auch nichts dafür, sondern aus welchen Gründen auch immer
brauchen wir dann da einfach einen Helikopter oder ein, ja, irgendwie eine Seilbahn oder was auch immer, ne, die einen irgendwie hochbringt. Und man ist dann nicht gescheitert, wenn man auf dem Gipfel angekommen ist, sondern das war eben für diesen Berg der einzig mögliche Weg, ne? Und der ist gut und richtig so, ja. Ich meine, ich glaube einfach, ich habe mich schon so nah an meinem Erfolg gefühlt, weil ich ja weil alles nach Plan quasi verlaufen ist, ne? Die Fruchtblase ist geplatzt, Schleimfrost hat sich gelöst, wir waren bei 10 cm und ich hatte halt auch immer schon während der Schwangerschaft das Gefühl, dass er halt viel, viel weiter unten sitzt als das erste Baby. Und dann war das irgendwie so, hey, wieso klappt es denn jetzt doch nicht? Ja. Also was ist es denn an mir? Aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile jetzt zum Rückblicken bin ich einfach stolz, dass ich's gemacht habe, weil ich hätte ja auch von Anfang an sagen können, nee, komm, wir machen das jetzt sofort mit der Bauchgeburt. Das wollte ich eigentlich auf gar keinen Fall. Also ich wollte einfach dieses Erlebnis doch einfach nochmal für mich haben. Und ich hatte auch immer im Hinterkopf, dass falls es doch nochmal zu einem dritten Kind kommt, ist es ja in Deutschland tatsächlich so, dass ich gar nicht nochmal die Option kriege. Also zumindest echt. Ja. Aber das ist gut zu wissen, weil das ist so das Erste, was mir nämlich gesagt wurde. Nein, das noch. Nein. Also ich kenne eine oder mehrere Frauen, die nach 4 Kaiserschnitten sogar noch natürlich geboren haben. Also Oh, das ist eine schöne Nachricht. Mhm. Weil das war für mich nämlich so, der Zug ist dann jetzt abgelaufen. Nein, dann nicht. Und wenn du bei 10 cm schon warst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann natürlich beim dritten Kind passiert, sehr viel höher. Also du kannst ja auch nochmal hören oder vielleicht auch, wenn die ein oder andere Hörerin, Hörer jetzt gerade da auch an dem gleichen Punkt ist, es gibt auch eine Podcast-Folge mit Dr. Lütje, wo wir über die Bauchgeburt sprechen und er sagt, soweit ich weiß auch, dass wenn man vollständig eröffnet war, dass die Chance auf eine natürliche Geburt dann extrem steigt beim nächsten Mal. Das freut mich. Aber das ist tatsächlich jetzt gerade so eine Befreiung, weil ich mir denke, jetzt ich habe immer noch die Möglichkeit. Ja, hast du. Das ist wirklich von Klinik zu Klinik unterschiedlich und da gibt es viele Kliniken, die das gut begleiten und betreuen und dann fährt man wahrscheinlich ein bisschen länger dann, aber das lohnt sich bestimmt, das auch wieder zu versuchen. Mhm. Ja, also ich weiß, dass das Krankenhaus, wo ich jetzt war, es nicht machen würde, aber vielleicht bin ich ja in einem neuen Land noch meine Geburt woanders miterleben. Ja, und ich habe auch mit Dr. Lütje gesprochen, weil ich gefragt habe, ja, was macht denn Geburten besser? Also was können denn die Frauen machen, um eine Geburt zu haben, wie sie sich die wünschen? Und dann meinte er so, manche fahren halt wirklich und reisen an nach Hamburg, wo er die Klinik geleitet hat. Sonst woher, ja? Also aus Süddeutschland, Österreich oder sonst wo. Und das ist gut. Und mieten sich da was für die letzten Wochen vor ET. Und kampieren da sozusagen, bis es zur Geburt kommt. Also es gibt Mittel und Wege, klar, auch nicht für jeden, ne? Das muss man sich ja auch leisten können und so, aber es zeigt halt, dass manche Menschen wirklich viel dafür tun, um an der Klinik sein zu können, die sie sich wünschen, die eben bestimmte Dinge machen, die sie sich wünschen, wie zum Beispiel auch Beckenendlage, ne? Dass trotzdem die natürliche Geburt besucht wird und oder begleitet wird. Das ist ja eigentlich keine Komplikation, die Beckenendlage. Genau, und vielleicht kann das so Mut machen, vielleicht auch die Stunde Fahrzeit zum Beispiel auf sich zu nehmen. Hamburg wäre auch nicht so weit weg, also sind wir in 2 Stunden. Das könnte man gerade auch hinkriegen. Ja, und das ist das Amalie-Siewecking-Krankenhaus und da ist zwar Dr. Lütchen nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass da jetzt sofort ein anderer Geist herrscht. Der war ja lange da Chefarzt und ich denke mal, dass im Sinne sicherlich jetzt noch hoffentlich ganz lange weiterarbeiten, hoffentlich für immer, so in der Richtung. Genau. Ja. Ja. Doch, das ist, also ich grundsätzlich habe ich mich schon wohlgefühlt in beiden Krankenhäusern. Also man hat ja immer so ein bisschen so eine Horrorvorstellung vor diesem, man wird schnell eher wie so ein Vieh behandelt und durchgewunken, weil es irgendwie nicht so klappt. Aber ich hatte mit beiden Bauchgeburten wunderschöne Erlebnisse, aber es lag, glaube ich, auch viel daran, dass ich einfach sehr dominant daran festgehalten habe, was ich eigentlich haben möchte.
Und das kann ich auch im Endeffekt jedem nur empfehlen. Egal, wo man ist und wenn man sich dann da nicht wohlfühlt, dann einfach woanders hingehen. Also das war so das Learning, was ich aus Schweden für mich mitgenommen habe. Dass, wenn es okay ist, dass ich eigentlich so wenig beobachtet werde in meiner Schwangerschaft und viel mehr auf mich und mein Sein und mein Baby höre, dann ist meistens auch alles in Ordnung. Und das hatte ich hier in Deutschland irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht gerne so gesehen wird, dass wir Frauen viel mehr wieder in unsere Weiblichkeit kommen dürfen und einfach darauf hören dürfen, was passiert denn gerade in mir eigentlich. Ja, und das ist so wichtig. Beides ist wichtig, ne? Also, und es gibt ja eben auch, also soweit ich weiß, sind eigentlich auch nur diese beiden Ultraschalls wirklich empfohlen. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ne? Müsste man nochmal nachlesen, aber ich meine, es sind 2 oder höchstens 3 Ultraschalls. Und die ständige Schallen, das ist eigentlich gar nicht so gedacht, also noch nicht mal hier, also so vorgesehen. Und ich habe das eben auch wirklich kombiniert, ne, und habe die Hebammenbetreuung gewählt, weil die mir nicht immer so in mein Gefühl reingeredet haben, sozusagen. Ne? Wenn man war das auch so, dass ich dann zu sehr abgekommen bin durch Gynäkologinnen oder meine Gynäkologin immer in dieses pathologisierte Denken, dieses auf die Fehler hinschauen oder was vielleicht nicht richtig läuft oder so, oder dieses Vertechnischte, ne? Das ist dann immer wieder CTG geschrieben oder so, das war einfach nicht mein... Also das CTG war für mich das Allerschlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mein erstes CTG in Schweden, als ich über Termin war. Deswegen kannte ich das gar nicht so, dass man das bei jedem macht. Und mein zweiter Sohn, der fand das auch ganz schlimm. Der hat sich dann total bewegt und dann wurde ihm immer gesagt, ja, ich muss mich nochmal so hinlegen und so. Und dann ging mein Termin irgendwann gefühlt 3 Stunden. Und ich habe das Schlimme war, ich hatte irgendwann Angst, zu meiner Frauenärztin zu sagen, ich möchte nicht mehr kommen. Ich bin nach, ich glaube, dem 5. oder 6. Termin bin ich von der Frauenärztin nach Hause gekommen und habe wieder geweint und habe zu meinem Mann gesagt, ich fühle mich jedes Mal wie ein schlechter Mensch, wenn ich bei meinem Frauenarzt war. Und ich meine, es ist ja, man muss ja dankbar sein, wenn man überhaupt einen Frauenarzt kriegt, momentan in Deutschland. Ich bin ja auch erst Anfang des Jahres wieder nach Deutschland gezogen und da war ich schon in der, um die 20. Schwangerschaftswoche. Also es war dann schon so, man musste mich ja aufnehmen, man muss mich ja behandeln, so ungefähr. Und ich habe mich nach jedem Frauenarztbesuch richtig, richtig schlecht gefühlt. Und dann hätte ich eigentlich nochmal 2 Termine gehabt. Und beim ersten habe ich dann gesagt, ich bin krank. Ich kann nicht kommen. Und beim zweiten habe ich angerufen und mich dann endlich getraut zu sagen, ich werde die Betreuung jetzt erstmal mit der Hebamme weitermachen. Ich habe mich aber in der Praxis selber nicht getraut zu sagen, ich möchte das jetzt mit der Hebamme weitermachen, weil ich mich gefühlt habe wie so ein Rebell, der was Falsches macht. Ne? Aber es war die beste Entscheidung für mich und auch für das Kind, weil danach mein... Vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Das darf man so, das wird von der Krankenkasse so übernommen, das ist sicher. Also sich da auch nicht verunsichern lassen, sondern das ist vollkommen in Ordnung. Und die Hebammen machen auch Vorsorgeuntersuchungen, die hören sich auch die Herztöne an ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber eben anders, nicht mit einem CTG, sondern mit einem kleineren Dopton nennt man das oder auch mit dem Hörrohr. Und man kann auch, das sieht dann ja immer so aus, so die Hebamme mit ihrem Hörrohr, mit diesem Holzrohr, so als wäre das irgendwas aus dem Mittelalter, aber man kann damit wunderbar Herztöne hören. Es ist einfach, man hört halt Herztöne und das kann man halt mit diesem Hörrohr gut machen. Also lasst euch da nicht verunsichern, sondern das ist auch eine sichere Begleitung, sonst wäre das gar nicht erlaubt. Ja. Nee, ich war auch für mich die beste Entscheidung innerhalb der Schwangerschaft, es dann so zu machen und habe mich mit der Hebamme wunderbar betreut gefühlt und ja. Genau, jeder natürlich so, wie er sich wohlfühlt, das ist natürlich ganz wichtig. Also manche Familien wünschen sich vielleicht eher ne, den ärztlichen Blick auf die Schwangerschaft und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Ich will nur sagen, das andere geht halt auch. Das Normale sozusagen ist ja, dass man zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht, so denkt man, müsste man das und einfach um mal aufzuklären, nee, muss man nicht. Und die Hebamme hat einfach sehr viel mehr Zeit und hat mehr Ruhe, ein anderes Ambiente, wo man sich über Geburten unterhält oder auch über das Kind und die Schwangerschaft und dann fühlt sich das nicht alles schon so nach Krankheit an, so deswegen. Genau, absolut.
Ja. Ich glaube, auch wenn ich das in Schweden nicht so erlebt hätte, dass es auch so geht, hätte ich darüber wahrscheinlich auch nicht nachgedacht. Also dann hätte ich einfach... Ja, mach das dann einfach so, ne? Und denk, das muss so sein. Mhm. Ja. 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 Ja, das sind meine zwei wunderbaren Erlebnisse. Und ich bin immer noch, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie ich bei dir gelandet bin, unfassbar dankbar dafür, weil es einem diese Angst vor dem Unbewussten total genommen hat. Also man hat ja, also im ersten Moment, man denkt ja immer nur an diese Fernsehgeburten, es tut alles weh, ständig schreit irgendeine Frau und möchte ich das überhaupt haben? Und ich finde wunderbar, was du machst. Und mir hat es so, so, so geholfen, auch im Ausland, meine Muttersprache zu hören im Zusammenhang mit der Geburt. Also es war für mich einfach wirklich wunderbar. Das glaube ich, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nochmal anders beruhigend sein kann, wenn man dann die eigene Muttersprache hören kann. Ja, ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ja total logisch, ja. Ja. Ja, ich danke dir sehr, Katharina, dass du darüber gesprochen hast. Ich möchte gerne noch etwas sagen zu deiner zweiten Geburt, weil du es ja so ein bisschen jetzt geschildert hast, wie du das erlebt hast, dass du immer so reingegangen bist, auch in diese Atemtechnik und dich dann mit diesem Podcast abgelenkt hast. Und es klingt für mich halt danach, dass du automatisch in diese Hypnose reingefunden hast. Also du hast zwar die Hypnose nicht gehört, aber das klingt ja so, wie du hast den Podcast nicht mehr gehört, wenn du... Nee, habe ich auch nicht. Genau, und das ist ein Zeichen dafür, also keine Sorge, wenn du noch was hörst in Hypnose, dann heißt das nicht, dass du nicht in Hypnose bist, aber wenn du ausblendest, so krass, was du gerade auf den Ohren hast, dann ist das ein Zeichen, dass du in diesem Tunnel bist, ne? Dass du wirklich konzentriert bist. Und wie du das dann erreichst, ob du das über die Atmung machst, die ist ja sozusagen eine der Stützpfeiler der Säule, ne? Also der Hypnose, die Atemtechnik. Wenn du das über die Atemtechnik machst und das abgerufen wird, ist es genauso gut, als wenn du jetzt eine Aufnahme hören würdest, wo ich spreche. Also das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich gehe davon aus, dass du in Hypnose warst und dann bist du so ein bisschen sozusagen weggeschwebt in diesen anderen Podcast herein und dann hat es dich wieder reingezogen in die Hypnose. Und das ist natürlich dadurch auch nochmal leichter, dass du es auch vorher geübt hast. Ne? Und zwar egal, ob du es jetzt in deiner dass du in der zweiten Schwangerschaft immer eingeschlafen bist, das macht nichts eigentlich bei der zweiten Schwangerschaft, weil du es bei der ersten Schwangerschaft geübt hast. Und es ist eben wieder dieses, ich übe es nochmal oder ich wiederhole das nochmal für mich, wie ein Text lernen, dann ist der tiefer und sitzt so tief im Unbewussten, dass das der Körper von alleine macht. Und du hast, und da möchte ich wirklich ein großes Lob nochmal aussprechen an dich, du hast es zu deinem gemacht. Und das finde ich so toll. Du hast nicht daran festgehalten, so hat es Christine so hat sie es vorgemacht oder gesagt, wie man es machen soll. Daran halte ich komme, was da wolle, sondern du hast gefühlt, was brauche ich jetzt? Nee, ich brauche ein Blabla-Podcast, was ganz anderes für die Entspannung. Und dann gehe ich richtig in die Atmung rein. Und was passiert ist, ist, dass eben genau das passiert ist im Endeffekt, was ich auch vermittle und beibringe, nur mit anderen Mitteln. Ja. Halt in dem Moment passend waren. Und das ist wieder intuitiv, das ist Intuition. Und diese Flexibilität ist halt, finde ich, großartig. Ja? Also wenn man wirklich diese Technik für sich selbst so verändert und so anpasst, dass sie wirklich passgenau zu einem passt und zwar zu dem Geburtserlebnis, wie es heute jetzt in diesem Moment ist, was man vorher halt auch gar nicht wissen oder planen kann. Ne? Ja, im Endeffekt hat ja dieser Weg mich dann auch eigentlich bis ans Ziel geführt. Und ich finde für mich auch so faszinierend, dass ich halt auch jetzt noch ganz oft, wenn ich mich ins Bett lege und denke, ich kann nicht einschlafen, wenn ich irgendwie merke, dass ich noch so viele Sachen im Kopf habe, weil ich irgendwas nicht erledigt habe, aber weiß, ich muss schlafen, dann funktioniert das immer noch, dass mein Gehirn quasi diese Methode nutzt, um runterzufahren und einzuschlafen. Also für mich ist es eine Lebensbereicherung, diesen Kurs gemacht zu haben. Ja, das freut mich total. Und du kannst es ja auch so nutzen, ne? Wenn du mal eine schnelle Pause machen möchtest, einen kurzen Powernap. Ja. Und vielleicht nicht weißt, ob du einschläfst oder nicht, aber du bringst dich quasi mit dieser Technik in den Trance-Zustand. Und wenn du dann da 10 Minuten bleibst, hast du auch eine ganz, ganz tolle Regeneration. Also du lernst quasi auch so eine Quick-Entspannung, die du halt immer in deinem Leben gebrauchen und benutzen kannst. Ja.
Ja, das ist wirklich also unfassbar tolle Arbeit, die du machst. Ich danke dir, ja. Und toll, wie du damit umgehst, dass du, dass die Geburten sich so gewendet haben und dass du so schnell ein Gefühl hattest von, das war ein schönes Erlebnis. Ich fand es auch beeindruckend, dass du bei der ersten Geburt dann dachtest, ah, okay, vielleicht ist es doch Plan C, meine Traumgeburt. Und Ja. das finde ich so beeindruckend und schön, dass du nicht gesagt hast, oh nein, jetzt müssen wir doch Plan C, es wollte ich ja eigentlich nicht, sondern vielleicht ist meine Traumgeburt ja doch der Ja. Plan C. Und das finde ich ist auch schon in der Formulierung so toll, dass Ja. dann eben auch was ganz Großartiges passieren kann. Ne? Ja. Ja, und ich finde, man kann das ja auch aufs ganze Leben dann irgendwie spiegeln, so, weil man hat ja, also ich hatte wirklich eine Vorstellung. Ich habe diese eine Hypnose wirklich so richtig schön durchgegangen, wie das Ende dann ist. Und da passierte halt einfach nichts. Also der ganze Weg hatte irgendwie funktioniert und die Geburt kam einfach nicht. Und man ärgert sich ja schon irgendwie darüber. Da denkt man sich so, warum kann ich den Teil für mich nicht sehen? Und rückblickend dachte ich mir so, Mann, eigentlich hat dein Sein dich schon die ganze Zeit darauf vorbereitet. Du wolltest es eigentlich für dich nicht wahrhaben. Auf der anderen Seite ist es für mich immer noch so, es war vielleicht gut, dass ich es nicht wusste, weil ich ganz anders in die Geburt reingegangen bin. Und ich sehe das jetzt aber immer so, wenn in meinem Leben gerade auch irgendwas nicht nach meinem Plan A, B läuft, vielleicht ist das gar nicht der Plan für mein Leben. Das heißt, diese Geburt hat auch für mich, fürs Leben halt einfach unfassbar viel Lerneffekt mitgebracht. Und ich glaube auch, dass es mir geholfen hat, dass ich jetzt schon zweimal da durch musste oder durfte. Weil ich beim zweiten Mal halt schon anders gedacht habe. Also ich habe mich auch von Anfang an für Schmerzmittel entschieden, Sachen, die mich halt von Anfang an einfach in meinem Zen-Status lassen, und nicht diesen innerlichen Kampf die ganze Zeit zu haben, sondern einfach beruhigt atmen zu können, ohne Schmerzen, ohne Genau. alles drumherum. Und also ich meine, Schmerzen hatte ich trotzdem, aber es war einfach wesentlich entspannter. Und Ja. dafür bin ich halt auch einfach dankbar, dass einem von vornherein gesagt wird, es kann auch anders kommen und dann bist du trotzdem Total. ein toller Mensch. Ja, du bist trotzdem ein toller Mensch und du machst trotzdem, ne, das ist trotzdem Geburt und das ist trotzdem eine Meisterleistung, ja. Ja. Also dieses, ich muss auf Teufel komm raus, jetzt hier, keine Ahnung was, ohne Schmerzmittel oder ich muss auf Teufel komm raus, die vaginale Geburt, komme, was da wolle, ne? Das ist was, was uns häufig wirklich ins Trauma rennen lässt, ne? Dieses Festhalten an irgendwelchen Vorstellungen, die vielleicht für einen selber nicht gesund sind, ne? Und einfach Ja. nicht der richtige Weg sind. Und von daher finde ich das toll, dass ich dich hier heute als Gast Danke. habe, weil du ein gutes Vorbild sein kannst, wenn es darum geht, offen zu bleiben für die Geburt, wie sie denn dann eben kommt, dieser individuelle Geburtsberg und dass man sich natürlich gerne auch ja, vielleicht ein Seil schnappen kann und ein Stück weit schon helfen kann, bevor dann vielleicht irgendwie nochmal der Hubschrauber kommt oder so. Genau. Und total in Ordnung ist, ja. Und ich muss das nicht mit bloßen Händen alles schaffen, sondern das Seil ist ja auch da, ne? Und so kann ich mir eben Ja. auch schon die PDA gönnen. Und wir müssen hier niemandem irgendwas beweisen. Keiner kriegt einen Preis für die natürlichste Geburt oder irgendwas, sondern es geht alleine darum, dass du eben an Leib und Seele gesund durch die Geburt gehst. Ja. Ja, genau. Ich danke dir wirklich sehr, Katharina. Ja, danke, dass ich hier Und sein durfte. sehr, sehr gerne und wünsche dir von Herzen alles Gute dir und deiner Familie. Und falls du ein drittes Kind nochmal bekommst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich nochmal begleiten darf. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder über einen Bericht. Sehr gerne. Alles Gute. Danke dir auch. Ja, das war es schon mit Katharina. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich fand es ganz toll, mit ihr darüber zu sprechen, so offen und ehrlich und mag ihre Einstellung einfach sehr und hoffe, dass sie dir auch richtig gut getan hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du informiert werden möchtest über Videos rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Wenn es dich interessiert, dich positiv vorzubereiten auf deine eigene Geburt. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so von Herzen
eine schöne Schwangerschaft und eine Traumgeburt, egal wie sie dann am Ende sein wird.